Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu Marktsmann aus von TV. Ja, moin, na? Leute, was steht hier im Paket? Ja, ich bin zurück mit mir auf dem TV. Mit frischer Ware. Genau, wir haben in der letzten Folge hier den Einlager und den Auslager. Wie? Hä? Achso, kann man was leer, okay. Ja, geholt. Haben wir ein schönes Lager-Upgrade gemacht. Und dann wollen wir ja schon nach und nach eine Lizenz fertig machen. Ich muss das mal hier ein bisschen was einkaufen. Weil sonst kommen wir nicht weit. Das Schöne ist. Was ist denn hier los? Das Schöne ist ja. Wir müssen jetzt über das hier nicht mehr großartig Sorgen machen. Wir lassen ihn jetzt mal hier ein bisschen einlagern und auslagern, wie du es nennen magst. Dafür lagern wir jetzt mal ein. So. Dass wir was am Start haben. Das ist wieder so ein kurzen. Das finde ich echt ein bisschen blöd, mal. Ne? So. Warum nicht? Also, so, warte mal. Oder so. Genau, dann haben wir den Karton schon mal weg. So. Schön kartonieren. Der passt da nicht mit den Stellen. Ja, ich hab's befürchtet. So, genau. Naja, gut. Ist es ja so? Milch habe ich auch schon mal. Nee, heute habe ich mich halt gesehen. Also, jetzt ist aber so kurz. Es ist einfach. Ja, ich hab's befürchtet. Das ist ja echt gucken, ob wir da irgendwie. Ob es dafür eine Mod gibt, irgendwie. Oh, geht der Käse rum. Dass das ein bisschen einfacher gemacht wird. Das Gute ist ja, der füllt jetzt die ganze Zeit auch schön weiter nah. Schon wieder? Nee. Wir müssen uns darüber nicht kümmern. Und der Laden wird schön voll mit Sachen. Toast. So, Milch. Da oben. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass er halt immer den Karton nimmt, was er halt. Ah, was er beim nächsten hat. Wenn es nicht einfach. Es wäre schön, wenn es irgendwie so intelligenter wäre, dass er den Karton nimmt, der am leersten ist. Das wäre ein Träumchen. Habe ich einen Kaffee hier? Gibt's doch gar nicht. Ich bin so blind. Manchmal habe ich keine Worte mehr dazu. Warum habe ich denn viermal Kaffee? Dumm? Ja, natürlich viermal Kaffee. Hätte ich jetzt alles aufgefüllt soweit? Ja. Sehr gut, mal laden und schon öffnen. Okay. Nudeln, Müsli, schwarzer Tee. So. Nudeln. Müsli. Was dann? Ja, oh. Sehr gut. So, jetzt auch. Ja, auch weg.
So. Halt, du musst mal unsere Rechnung mal bezahlen. Verwaltungsrechnung, genau. Ah, dann können wir mal bezahlen. Okay. Oh, der nächste Tumor, der Kerl. Kundschaft, wir waren Kunden. So, was haben wir denn noch? Oh ja, eigentlich sieht unser Lager gar nicht so verkehrt aus. Mehl haben wir eigentlich auch noch da. Hier, also alles gut. Oh, jetzt ist schon gleich zum Lossprinten. Und Geld für unsere Rechnung. Opa. Oh, schöne dunkle Augen. Interessant. So, kann man eigentlich. Nee, ich glaube, es geht nicht, dass man hier. Nee. Nee, leider nicht. Na ja, gut, wir können das die Zeit auch noch voll schön mit Regalen zur Not. Wenn wir später eine Lizenz haben. Ah, oh, natürlich Milch. Genau, das hat mich schon ganz genervt. Generell, ich muss mal später mal wirklich schauen an der Mod. Ob sowas gibt irgendwie. Dann muss ich mal installieren, wenn ich dran denke. So. Jetzt wollen wir jetzt schon mal unsere Rechnung bezahlen. Ich ein bisschen was in den Warenkorb reinlegen. So. Aber ein bisschen Zeit. So, Mehl. Da. Was hat er schon in der Hand? Milch, okay. Und da. Perfekt. Okay, dann zurück auf meine Nudeln. So. Wie viel kostet eigentlich nur Lizenz? Ich gehe immer falsch rein. Immer. Weil du Lizenzen 400, okay. Aber dann würde ich lieber sein kaufen vorher nochmal ein, zwei Regale, sonst. Ein, zwei Regale, dann brauchen wir. Oh, interessant. Ein gutes Kapital auch noch. Nochmal Öl. Für dass wir gleich die ganze Ware kaufen. Das heißt wieder, wir haben das nicht und gibt's auch wieder nur schiefe Schuhe und Theater, das wollen wir ja auch nicht. So, was hast du in der Hand? Ah ja. So. Kann ich mal ein bisschen schwarzen Kaffee holen? Ja, wie gesagt, wir müssen leider noch hin wieder den guten Mitarbeiter müssen unterstützen, sonst klappt es trotzdem nicht. Weil der Schnellste ist er nicht. Aber ist okay. Ist okay. Muss ja keinen Rekord hier arbeiten. Aber das Problem ist, er nimmt halt das, was er. Ja. Nimmt jetzt nicht das, was am wenigsten da ist, wie zum Beispiel Mehl oder sowas. Ich weiß, was ich jetzt wirklich Mehl genommen hätte. Das jetzt genommen. Nudeln, gut. Nudeln ist auch leer fast. Ah, das wäre halt nochmal so was Schönes. So. Was er. Vielleicht später, man macht das ja auch. Nee, ist ja kein Mod, stimmt ja. Ist das Uris in der Hand? Käse, gell? War schon mal ein paar Eier. Schon die Bohnen, genau. Ist er leer? Ja. Boah, Junge, Kaffee geht echt gut weg. Na, wo ist halt die Feuer? Also, da ist es jetzt auch nicht, aber. Was tun jetzt in der Hand? Was? Milch? Okay. Kaffee war hier oben, ja. Was?
Irgendwas hat sich beschwert, glaube ich. Ich kann es auch nicht ganz lesen. Es ist echt nur beschäftigt gefühlt mit dem Zeug aus dem Kühlschrank. Das ist ja echt krank. Jetzt machen wir mal die Erleuchtung hier an. Ja, die Kassen sind voll, ich weiß. Ich kann auch nichts dafür, dass unser Mitarbeiter so langsam ist. Das ist echt krank. Er ist wirklich nonstop damit beschäftigt, die Sachen aus dem Kühlschrank voll zu machen. Ja, ich hätte gedacht. Na gut, wie gesagt, dann ändert auch jedes kleine jede Kleinigkeit, wenn da was fehlt. Wenn ein Mehl fehlt, oder es hat ein Käse fehlt, dann holt er ja das schon. Oh, Müsli wollen wir nehmen. Ah ne, hat er. Vielleicht kann man noch ein bisschen Toast holen oder so. Ja, nur, dass es ein bisschen voller aussieht. So, weil der Gas ist so nicht schön. Was hast du das in der Hand? Nee? Nee. Irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Okay. So. Ist ja schon gleich wieder Feierabend. Dann hat der Laden wieder zu. Dann können wir groß bestellen. 700 bekommen wir locker noch zusammen. Nee. Lock 800 ist gar kein Problem. Also wirklich nicht. Ja, aber unser Lager hat echt wieder gut abgebaut. Muss man leider Gottes sagen. Schon mal den raus. Da ist nur zwei drin. Ach, ich wollte gerade sagen. Das wird vielleicht, ja. Ja, aber sonst ist es eigentlich ganz okay. Kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Boah. Nein, 1000 schaffe ich auf jeden Fall nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Lager ist echt gut leer. Traurig. Aber eigentlich gut, haben wir viel verkauft, Leute. Warum ist er schon wieder eine riesen Bestellung da morgen machen? Was natürlich im Portemonnaie wehtun wird. So. Ja, das ist schwarze Theke, aus wir leer machen. So. Da, genau. Aber wieder richtig viel Platz dann. Und da haben wir die leeren Kartons irgendwo gestrichen raus. Und dann ist das schon gut. Also morgen schöne Bestellung machen. So. Obwohl, wir können jetzt schon mal angeben, alles. So, aus geht es sogar noch. Noch zwei Möbel noch hinzupacken. Ja. Na, 900 schaffen wir auch noch. So. Perfekt. Naja. Wieder auch nochmal knapp 30 Dollar zusammen. Ja. Das ist relativ teuer. Ja, gut. Ja. Ja, 40 noch. 50. Träumchen. Perfekt. Drück Enter. War doch eigentlich. Ja, nur Beschwerden. Okay, ich dachte, wir hätten eine Beschwerde gehabt. Okay, oh, Scheiße. Mehl. Mehl. Wasserflaschen. Mehl. Wasserflaschen. Bio-Eier konnte ich noch entziffern. So. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Mist. Okay.
Wir bestellen das Ganze jetzt erstmal. Zack. Riesenbestellung. Das sind so zwei schöne Regale. Die können wir mal öffnen. Gut, dann ist es leider so. Dann können wir es auch nicht kurz ändern, wenn wenigstens einen Tag oder zwei, dass man ein bisschen leer aussieht. Mann, ich muss immer gucken. Nein! Habe ich einen Kühlschrank gekauft? Habe ich einen Kühlschrank gekauft? Bin ich doof? Nicht beantworten, danke. Och nee, es passt nicht hin. Wie assi seid ihr denn? Hab doch keinen Kühlschrank gekauft. Naja, gut. Nein. Nein. Habe ich wirklich schon mal verklickt gehabt, dass ich einen Kühlschrank gekauft habe? Ach du dickes Ei. Na ja, gut. Wenn ich es geschenkt bekommen habe, was auch nicht glaube leider, dann würde ich mich gerade beschweren. Aber, Toast. Da, Toast. Schokokris, dann haben wir hier schwarzer Tee. Dann Kaffee war hier oben. Nee, war hier nicht. Kaffee war da. Doof. Käse. Hier. Wasserflaschen waren da. Ist auch Käse. Naja. Dann ein bisschen Nudeln. Olivenöl. Da kann ich gar nicht erinnern, dass ich das bestellt habe. Könnte ich mal hier schon mal öffnen. So. Hä? Habe ich gar nicht gesehen, was das ist. Kein Geld. Nein. Okay. Müssen wir warten, bis die Sekunden kommen, das sind sie ja schon da. Das Mitarbeiter da rennt. Warum rennt der noch nicht? Nee, gar nichts genommen. Jetzt können sie. Nee. So. Keine Angst, wir sind nicht pleite. Wir wollen nur stocken auf. Tag. Wir brauchen noch 65. Ja, könnte was werden, ne? Nee, nee, leider nicht. Knapp. Ganz knapp, leider. So. Da, da, la, la, la. Na los jetzt, danke. So, Eier, noch mehr Olivenöl. Wohin war doch da null? Wieso? Mit der Kappe? Oh Mann, ey. Schokocrisp hab ich nicht mehr. Kommst da rein. Milch, ja gut, der Rest haben wir noch eigentlich alles gut da. Glaube ich. Sah so aus, also sieht hier im Menü. Lief gut aus, 19, ja. 18, 18, 17. Ja, das passt soweit. Da wären wir eigentlich relativ gut ausgerüstet schon für die neue Lizenz. Das Problem ist, es kostet natürlich auch schon 400. Die neue Lizenz. Schweineteuer. Nehmen wir ganze Produkte dazu. Also ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen werden. Mit der neuen Lizenz.
Außer die kaufen jetzt richtig gut ein. Oder befürchte ich schon leider. So. Alter. Wow, danke dafür ein. Da. Ja, ich hab voll den Ohrwurm. Katastrophe. So. Schon mal die Wupp. Haben wir das auch schon mal weg? Oha. Milch. Aber Milch. Milch da. So, was? Kassen wollen? Dann kann ich auch nichts ändern. Ja. Nee. Ich wollte gerade sagen, wir können uns eine neue Kasse auch kaufen, aber nee, ist das mal. Mehl! Das ist so günstig, aber. Oh, der will den leichtesten Karton aus dem Lager können. Ich hab kein Mehl mehr. Ach, so dickes Brot. Ach, du Heiland. Hab ich kein Mehl mehr? Nee, haben wir nicht. Nicht gut, nicht gut. Hui. Kaffee. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das hab ich wirklich nicht gedacht, dass wir. Ich habe echt vorhin gedacht, wir sind gut aufgestellt. Aber anscheinend doch nicht. Habe ich echt groß geirrt. So, ist das Wasserflaschen? Haben wir denn noch hier gehabt? Naja. Also, es war wirklich. Hier, das haben wir doch auch nicht mehr. Ach doch, da. Oh Mann, ey. Yes, es war hier, es hatte Öltag oder was? Oh Mann, ey. Nein, wir haben noch Öl. Keine Angst, keine Angst. Also bald nicht mehr über die. Was ist mit dir auf dem Kopf? Mehl und Nudeln sind leer. Ist ja wirklich abnormal. So. Brauchen wir ein bisschen Licht. Hier haben wir auch noch zwei. Zack. So. Zack, zack. Sehr schön. Hast du gerade Eier geholt? Ja, du bist auch so ein Bobo. Blätter oder? Oha, Müsli, 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 Müsli. Oh, kompetente. Ich weiß nur, ich glaube, da geht ich alles ran. Komm, schneller. Kaffee. Kaffee brauchen wir auch noch. Okay. Da war nicht viel Müsli drin. Schwarzer Tee. Was hast du jetzt? Mehl, okay. Müssen wir uns mal absprechen hier. So. Zack. Auch mehr schwarzer Tee. Oh, das schwarze Tee ist teuer. Das weiß ich noch, das ist auch mehr teuer im Einkauf. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass noch fehlt. Wir fahren mal das hier raus. Ja. Boah, es ist 9 Uhr noch. Mega viele Leute noch hier. Ich habe 1000 Euro schaffen wir heute wirklich noch. Wasserflaschen.
Ach nö, jetzt beschweren die sich doch, dass wir kein Wasser mehr haben. Okay, es ist auch leer. Mann! Alter, holt Käse, okay. Ich glaube, da ist auch nicht viel drin, was er geholt hat. Aber es sollte reichen, 4 Stück. So, was ist denn hier für eine Versammlung? Ist ja nicht mehr normal. Boah, ich glaube, wir können wirklich, wenn auch die neuen Produkte dazu kommen, das Lager wieder deutlich vergrößern. Ist ja nicht mehr normal. So. Wie viel Oliven, wie viel Öldurchgang ist hier? Wir haben nichts mehr da. Ich werde dann jetzt eine Riesenbestellung geben. Ist egal. Ist egal. Ich kann auch so einfach ins Lager gehen. Da fehlt so viel Zeugs. Muss gar nicht gucken, was leer ist. Kann ja alles nachfüllen. So. Eigentlich will ich das mal rausfinden. Kann ich? Ja, ich glaube, ich kann das schon wegmachen. Oh, wow. Da. So. Oh. Ich wollte gerade sagen, Tee geht locker da rein. Ja, doch nicht so. Haben es wieder gut gerettet, muss ich sagen. So, haben wir 1000. Oh, wow. Ist echt. Das ist gerade unser bester Tag hier, das. 71. Boah. 1200 müssen wir noch schaffen. Ja. Locker. Locker 1200. Ist ja mega gut. Milch? Haben wir doch da gehabt. Hat unser Praktikant verschlafen anscheinend. Oh, das ist richtig. Das ist richtig gut. Kann doch noch morgen so Produkte noch. Oh, das wird eine Riesenbestellung werden. So, lassen wir uns mal hier also durchrattern. Ich wollte gerade sagen, hat unser Mitarbeiter nichts zu tun? Kann auch dran sein. So. Das sind schon 500 Euro. Allein an den neuen. Alter, 500 Euro. Ah, gut. Wir haben auch gut Geld heute verdient, muss man sagen. Wasserflaschen. So. Ja. Wenn du unser Lager anguckst, ist nichts mehr drin fast. Das ist schon wieder richtig funny. So. Gut. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn euch gefallen hat, gibt es ein Daumen hoch. Wir sehen uns nächstes Mal vorbei. Bis dann. Tram auf dem Nacken. Ciao. Okay.